gibt keine Antriebe oder so. Ne? Oder keine Akkus, keine Ahnung. Muss ja irgendwie. Aber das wäre jetzt wieder so was. Genau das Gegenteil, ne? Ja, klar. Das Ding kannst du wohl rennen auf der Schüssel. Ja, im Prinzip schon. Also, wie das halt, wie, also für mich ist das halt, wie gesagt, die Größe ist halt so. Ja, und dass es halt riesig ist. Absolut ruhiges Flugbild, auch vom Sound her was ganz anderes, wie wir eben gerade noch hatten. Also das Modellflugzeug hat wirklich viele Facetten. Den Sound das ist eine wunderschöne davon. Das Ding ist leise wie nichts, ja. Ja, ja. Ja, irgendwie angenehmer, ne? Ich find's schon unangenehm leise. Ja. Das ist so ein bisschen wie das A800 da richtig. Obwohl der kleine ist. Gut, der hat aber drei Blätter, ne? Das ist ja, das macht es eigentlich einigermaßen leise. Peter? Peter Holtager, der so ein Gespräch vertieft. Peter! Der hört da hinten nichts. Peter Holtager? Hast du mal die wunderschönen Farben gesehen? Wenn du so einkaufst, dann für 6.000 Euro oder was kostet, ne? Wir sind uns hier gerade so intern am Decken. Im Endeffekt ist es so, wenn du den 5-mal geflogen bist. So, währenddessen aber wirklich wunderschöner Flug von Dennis Engelmann. Muss nochmal betonen. Denken Sie dran, hier sind einige Kilo in der Luft. Es ist extrem windig und schauen Sie mal, wie ruhig er diesen Heli da oben hält. Und das hat nicht nur was mit dem Helikopter zu tun, sondern das hat auch etwas mit dem Können eines Piloten zu tun. In dem Fall der Dennis Engel, der übrigens auch Flächenflieger ist, also es ist nicht so, dass der nur Hubschrauber fliegt. Der kann auch Kunstflug und 3D, der kann also auch ganz anders. Und hier zeigt der bewusst nur das, was die Originalmaschine auch kann. Man sieht hier auch die Fortschritte der LED-Technik. Früher mit Glühbirnchen hätte man jetzt nichts von dem Positionslämpchen gesehen. Ja gut, da sind irgendwelche 3 Watt in Mitte LEDs drin, ne? Die machen so viel Palaver, auch warum das siehst du laube Tageslicht, ne? Ja, da könnte jetzt selbst die Sonne scheinen und die sind heutzutage zu sehen. Natürlich etwas übertrieben, aber beim Original sieht man zum Beispiel Tageslicht auch nicht, aber gerade beim Modellfliegen wird das eine oder andere betont, um gerade diese Details auch besser wahrnehmen zu können. Da sind wir uns einig, dass das leuchtet. Ja. In jedem Ziel. Auch der Landeschein war von unten richtig schön hell. Das sah man jetzt gerade. Weißt du, wenn du nichts kaufst? Kannst du von da hinten auch genutzt werden. Von da oder was nicht? Unterm Kinn vom Cockpit quasi. Wenn wir unsere Helis mit überwenden, wären wir beide da hinten geflogen. Das ist keine Einwand. Ja, pisst euch ja nicht. Richtig spannend. Ja, und cool, die können ja nichts. Doch, in der Hecke. Ja. Schießt also in der Ecke so. Abstürzen kann ich so gut wie die. Ja. Ich glaube, das passiert bei uns wohl nicht ganz so schnell wie bei denen. Nee. Ja, aber das ist ja schon mörderisch. Also so zu fliegen, das war geil, ja, wenn man sich anschaut. Aber ey, bis du da so weit bist, dann hast du dich doch schon. Hören Sie mal, wenn rechts die Bänder flattern und er macht hier einen absolut sauberen Überflug.